praktisch. Man kann sie einfach zuhalten, dann sind sie ruhig. Und wenn man zwischendurch einmal absetzt, sind sie dann wieder da. Kann man aber auch Korken reinbrauen, glaube ich. Was soll ich noch sagen? Grundstimmung ist G. Beziehungsweise, ich möchte es mal so sagen, dadurch, dass die ja jetzt anders gegriffen wird, man kann sie immer noch in A-Moll spielen, also Standard Marktsakt Pfeife. Nur, dass man es immer anders greifen muss und dass man zusätzlich noch einen halben Ton unten dran hat halt. Welche Fragen kommen denn sonst immer? Ja, zwei Bordune sieht man, glaube ich. Und zwar Oktavbordune, also einmal hoch und nur eine Oktave drunter. Klang würde ich mal als ausgesucht schön bezeichnen. Das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Aber ich mag das. Wie gesagt, deswegen tut es mir auch so ein bisschen weh, das zu veräußern. Der gute Dave, mit dem habe ich nach Italien sogar telefoniert deswegen. Ich habe ja keine Uhr eingeblendet hier, wie lange ich schon aufzeichne. YouTube hat ja maximal 10 Minuten. Also für 200 Euro würde er mir auch eine Marktpfeife machen hierfür. Der Haken an der Geschichte ist, er sagt gleich, die ist lauter und hat einen anderen Klang. Das würde aber nun genau das zerstören, was ich an dem Ding so mag, nämlich diesen einzigartigen Klang, dieses Warme möchte ich es mal nennen und ein Hammer-Bordun-Sound und so weiter. Nur wenn dann die Pfeife zu laut ist, dann bringt auch der schönste Bordun-Sound nichts mehr. Deswegen muss das Ding einfach so bleiben, wie es ist. Zustand würde ich mal als quasi fabrikneu bezeichnen. Hier ist ja gar nichts dran. Der Vorbesitzer hat das Ding offenbar gut gepflegt. Sack und so weiter, auch alles schön. Oh, ganz wichtig, ich versteige ihn diesmal bei meinem gewerblichen Langschwert-Account, weil neuerdings PayPal-Pflicht und das muss ich ja nun gar nicht haben. Das heißt, egal was in der Auktion unten von Rückgaberecht und Brimborium und Pipapo steht, vergesst es. Das ist eine Privatauktion, gekauft wie gehört, Rückgabe zwecklos, keine Gewährleistung, keine Garantie, keine Schuldenerscheine, keine Nachverhandlungen, kein Kredit und überhaupt. Mit guten Ratschlägen stehe ich euch natürlich auch nachher noch gerne zur Seite, aber ob ich nun ein Fachmann hierfür bin, das sollen also andere entscheiden. Wie gesagt, bei diesem Stück tut es mir richtig ein bisschen weh, den aus der Hand zu geben. Aber ich muss damit mir ehrlich sein, ich brauche Instrumente, die ich greifen, wo ich bei Dunkelheit, Nebel, Regen, Schnee und noch 5000 Zuschauer und nervös und dann klappt es. Und hier muss ich denken und überlegen, wie greife ich und das haut nicht hin. Wenn ich jetzt noch 20 Jahre jünger wäre vielleicht, dann würde ich mich da reinknien, aber nee, so schön es auch ist, hat keinen Zweck. Nee. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon aufgezeichnet habe. Ich düdle noch ein bisschen rum. Wir machen jetzt 10 Minuten irgendwie voll und ihr werdet ja so viel wie möglich hören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sowohl bei eBay reinschreiben, könnt ihr auch direkt hier bei YouTube reinschreiben. Ich gucke hier sowieso dreimal am Tag rein und kriege eine Nachricht, wenn da einer einen Kommentar hinterlässt. Wir antworten euch gerne alle Fragen.
Jetzt ist er eingeschlafen. Ist ja nicht süß. Naja. Ja, bietet einfach ganz viel Geld. Wer das meiste Geld bietet, der kriegt's auch. So. Ja, gut. Und alles Weitere. Ja, wahrscheinlich sowieso über 10 Minuten.